Richtig? Würdest du nicht auf die Idee kommen, mir sowas zu sagen? Ja, das machst du ja so. Ich muss also an den Mohammed glauben, an den ihr mir sagt, dass ich an ihn glauben soll. Also den, der verzeichnet ist, zum Beispiel in Bukhari, Muslim und Co., richtig? Ja, und weiter? Warum habt ihr Muslime ein Riesenproblem damit, die frühesten anerkannten Quellen über Jesus Christus zu akzeptieren? Die frühesten Quellen. Was meinst du jetzt mit den frühesten Quellen? Wenn ich etwas über Jesus herausfinden will, laufe ich dann zu einer Quelle, die zum Beispiel jahrhundertelang später kam, oder suche ich mir eine Quelle, die zum Beispiel so vielleicht 50 bis 100 Jahre später kam? Was machen wir jetzt? 50 bis 100 Jahre oder 600 Jahre? Nee, also na klar, die nächstbeste, klar. Dankeschön. Und da siehst du, dass der Islam auseinanderfällt. Und da siehst du, dass der Islam aus einer historischen, da siehst du, dass der Islam aus einer historischen Perspektive komplett auseinanderfliegt. Weil wenn ich etwas über Jesus erfahren möchte, dann gehe ich nicht zu Mohammed, der mir etwas über Jesus erzählt, der überhaupt gar nicht in der Zeit gelebt hat, sowieso kein Augenzeuge war, nichts. Da gehe ich lieber zu Johannes, der ein Augenzeuge war, ja, der mit dem Herrn gelaufen ist, der alles aufgeschrieben hat und an der Kreuzigung dabei war. Der sein Leben nicht verschont hat und beim Herrn Jesus Christus war, richtig? Wie viele Jahre später war ein Zeitzeuge? Wie kam denn Jesus später als Moses? Bitte was? Wie viele Jahre kam Jesus später als Moses? Mehrere tausend Jahre. So. Und auf einmal heißt es dann, dass Jesus Gott ist. Das haben ja die Juden nicht geglaubt. Nein, wir lesen. Und die Juden möchten es nicht erkennen. Du kannst ja Jesaja, ich habe doch heute ein Video also gepostet. Im Grunde genommen ist es in ja dem auch Gott euch schon wieder, oder? Mein Lieber, nein, Gott lässt sich von euch nicht spotten. Ich habe heute wieder ein Video gepostet, in dem die Qumran-Rollen existieren und wir alle darauf zurückgreifen können. Und sie sind datiert auf 200 Jahre vor Christus. Und da wurde prophezeit vom Propheten Jesaja, dass uns ein Kind gegeben ist. Ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind wird uns geboren und man wird seinen Namen ein starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ja, ja, wer, ja, ist dieser, weiß, wer ist dieses Kind, was geboren wird, das starker Gott heißt? Sag es okay. mir. Okay, Amir, da gibt es ja, wie ich weiß, sogar verschiedene Auslegungen davon. Das ist halt nichts mehr mit verschiedenen Auslegungen zu tun. Du kannst mal zu einem Juden gehen und ihm Jesaja 53 vorlesen. Der wird so machen. Ja, ich weiß, das habe ich auch mitbekommen. Ja. Die wehren sich dagegen, dass also die überspringen das gerne, habe ich gehört. Ja, warum überspringen sie das denn? Weiß nicht, sagst du weil mir. Weil dort der Messias angekündigt wird. Sein ganzer Leidensweg, ganze Kreuzigung, alles. Okay, aber wenn die das doch dann wissen, Amir, wieso nehmen die den dann nicht an? Weil sie selber nicht die Wahrheit erkennen wollen. Verstehst du? Sie wollen viel lieber in ihren Synagogen abhängen und einfach lehren. Und sie warten bis heute auf ihren Messias. Sie wollen den Herrn Jesus Christus nicht. Deswegen heißt es ja auch in Johannes 1, Vers 1 bis 14. Er kam in das Seine, doch das Seine hat ihn nicht erkannt. So okay, Amir, aber guck mal. Also die Juden, die glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Und die glauben auch nicht, dass Jesus der einzig wahre Messias ist. Ja. Aber wir Muslime glauben doch, dass Jesus der einzig wahre Messias ist. Ja, was bedeutet denn Messias? Gesalbter. Aha, also wofür sollte denn ein Messias kommen? Um? Also so wie ich das weiß, sollte Jesus für die Juden kommen, als König über die Welt zu herrschen. Ja, aber was macht denn ein Messias? Was macht er? Er rettet die Menschheit, richtig? Er rettet die Menschheit? Ja. Also dann, wenn Jesus wieder zurückkommt, das ist seine Mission, ja? Nein, der Messias ist da, um die Menschheit zu retten auf die bevorstehende Katastrophe, die auf uns zurast. Meine ich ja, das meine ich ja. Und ihr Muslime habt natürlich nicht viele, also ihr habt überhaupt gar keine Prophezeiung. Du siehst, dass bald Offenbarung 13, 16 sich vor unserer Nase erfüllt und ihr das überhaupt gar nicht habt, weil ihr die Offenbarung nicht liest. Und bald wird das Bargeld verschwinden und wir werden einen Chip unter unserem Haar bekommen. Und das wird unser Zahlungsmittel sein. Und der Herr Jesus Christus kommt bald zurück und wird seine Heiligen mit sich ziehen. Das kannst du in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 lesen. Dass der Herr selbst in den Luftraum kommt und seine Heiligen mitnimmt. Und das war's. Und ihr Muslime werdet in die neue Weltordnung reinschlittern. Also du denkst, dass du dann sozusagen dem Chip entkommst, ja? Natürlich.
Aber was, wenn das dort nicht so ist, Amir, und du da bleibst, willst du diesen Chip dann annehmen? Nein, auf keinen Fall. Dann müssen wir konsequent bleiben und zum Herrn Jesus Christus stehen. Okay. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Danke.
Palette, dass sie alle so durchziehen werden. Ich glaube, die musst du andersrum machen, oder was? Ne? Warte. Okay. Weiter. Okay. Thank you.
Nein, die Gabe bitte mir. Ja, okay. Jetzt. Nein. Warte. Jetzt wieder die Gabe zu mir neigen. Ja. Jetzt einmal ein Stückchen hochheben. Nee, nein, nein, nein. Ein bisschen zurückfahren. So. Jetzt legst du mal hoch. So, weiter. Weiter, 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 weiter. Okay. Und jetzt neigst du wieder die Gabel in den Kopf zu mir. Ja. Okay. Und jetzt nochmal hochheben. Okay, nochmal. Okay, jetzt versuchen wir es. Langsam. Und wieder ein bisschen höher. Nur ein Stück. Okay. Ja, jetzt wieder ein bisschen Stückchen runter. Und jetzt komm. Warte. Die Bänder nicht gern. Weil du bist diese Teile hier oben, die Schienen, die sind hier das Ding am Arbeiten. Ja. Lass die Palette ab. Lass sie ab komplett.
Genau, fahr mal raus. Was ist mit Amir? Amir ist wieder da. Dr. Scheich, aber Amir ist wieder da. Begrüßt euren Dr. Scheich wieder. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ihr Gesegneten. Was ist mit dir, Amir? Nichts. Alles gut. Oder der Typ kann keinen Stapler fahren. Doch, der hat's geschafft. Der hat's geschafft. Das hat er gut gemacht. Langsam aber sicher wird es warm, hä? Wunderschön. Guckt euch mal den Himmel an. Atemberaubend. Hallo, Snackbar. Hallo, Snackbar. Sagt nein zum Schienenbein. Ja, aber ehrlich. Sagt nein zum Schienenbein. Sagt ja zum Herrn Jesus Christus. Amen, genau. Ja, war gut. Sagt nein zum Schienenbein. Stay away from Islam. Stay away from Islam. So, wer ist denn hier drinne? Moin Amir, der Herr Jesus segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie, mein Wundervoller. Dankeschön, Dankeschön. Du Amir, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Irgendwie hilft der Kamelurin nicht. Ja, da musst du das mit Milch und Honig noch vermischen, siehst du? Also hast du nicht gehört. Du musst mit Milch und Honig machen. Ich konnte nicht mehr. Ich war da live dabei. Ich konnte nicht mehr, Mann. Aber was ich auch noch geil fand, das war ein paar Wochen später, wo du zitierst ja mal von Sunna.com und das ist ja auch nicht richtig, weil das ist vom, was war das, Kuckucksklan und Rechtsradikal. Ja, genau. Ja, da musst du dir mal vorstellen, was die Muslime von Amerika
Kuckucksklan, die vertrauen ihren eigenen Muslim nicht mal. Guck mal, was das für eine Glaubensgemeinschaft ist. Ah, das ist so traurig. Hier von Hakika, der Omar, hat gestern auch ein Video hochgeladen, wo er da auch einen Muslim zur Rede stellt. Und, aber diese 300 Euro von diesem Ryan oder Rian, wie der heißt, die will ich auf jeden Fall haben, als er gesagt hat, wenn Sam Bayan diese Seite benutzt, dann gebe ich dir 300 Euro. Und ich habe schon tausend Male gesehen, wie der Sunna.com aufgeschlagen hat. Ja, das ist egal, welche Seite du aufschlägst. Dann ist es die nächste auch und am Ende heißt es dann, ja, nee, das Arabische, das kannst du ja nicht übersetzen. Das ist so traurig. Weil es gibt Tage, da kannst du so lachen drüber und dann kannst du eigentlich weinen drüber, dass die Leute einfach so, ja, verblendet sind. Die wollen einfach nicht, das merkst du ja richtig. Ja. Es ist einfach traurig. Müssen wir für diese Menschen müssen wir beten. Gott segne diese Menschen, möge der Jesus Christus ihre Augen öffnen. Amen. Ihr Ohren, ihr Verstand begreifen lassen und hören lassen. Ja, oder Kamelurin rezitieren, damit sie wach werden. Hast du auch was so schön du gesungen? Nee, Kamelurin musst du mehr rezitieren, das hast du so schön gemacht. Ja, heftig. Kamelurin-Vers habe ich diesen Islam nicht verstanden, habe ich das für den zitiert. Ah. Uniklinik. Uniklinik, ja. Vielleicht gibt es ja mal jemanden, der das mal ein bisschen mehr auseinander nimmt, die tolle Uniklinik, und dann wird man da mehr erfahren. Oder? Ja, du kannst ja, Schwester, kennst du Schwester Hartung aus England? Nee, kenn ich nicht. Sie hat vor kurzem ein Video rausgehauen und hat einfach mal die künstliche Intelligenz gefragt, so was man von Kamelurin hält. So. Und was da rausgekommen ist, ich hab mich totgelacht, ey. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ey. So genial, ey. Richtig gut gemacht. Aber ein Muslim sagte auch mal so, hat dann begründet seine Religion. Nein, Mohammed war der beste Mensch, der je gelebt hat. Gib's doch bei Google ein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe beim Google eingegeben, wer ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Dann kommt Platz 1 Mohammed. Ich glaube, Platz 2 kommt Mohammed kommt auf Platz 1. Auf Platz 2, ich glaube, Isaac Newton und dann auf Platz 3, Jesus von Nazareth. Ey, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich kaputt gelacht, Alter. Das ist so krank. Könnt ihr alle ausprobieren. Klar, die Muslime werden es natürlich feiern, dass ihr Prophet Mohammed als der beste Mensch, der je gelebt hat, da auf Platz 1 steht. Und auf Platz 2 Isaac Newton, warum auch immer. Es ist unfassbar. Deswegen sollte man ja auch aufpassen. Google ist nicht zu vertrauen. Die Leute haben alles in der Hand.